Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ihr seht, es ist kalt in der Werkstatt, aber ich habe mich schön warm angezogen. Heute werden wir versuchen, Holz in Form zu bringen. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. An diesem Beispiel möchte ich euch mal zeigen. Das kennt der eine oder andere. Da hatte ich mal auf Instagram ein Bild dazu gepostet und deshalb mache ich eigentlich auch das Video, weil mich viele Leute gefragt haben, ob ich dazu ein Video machen kann. Wie funktioniert diese Technik? Wie rechne ich eigentlich diese ganzen Schnitte aus? Dazu kommen wir gleich. Das heutige Beispiel oder unsere Beispiele werden wir einmal mit so einer Dreischichtplatte machen. Eiche in verschiedenen Dicken. Ich habe jetzt hier eine Materialstärke, Dicke von 13 mm. Das müssen wir wissen. Nachdem wir ausgemessen haben, wie dick unser Material ist, können wir auch direkt hier am Rechner weiterarbeiten. Wir haben hier ein paar Standardmaße, die werden wir verändern. Und zwar werden wir den Radius, den Außenradius, werden wir auf 90 setzen. Den Winkel, den lassen wir unverändert. Die Schnittbreite, also Sägeblattdicke, da gehen wir hin und tragen 2,8 ein. Holzdicke 13. Das war's auch schon. Dann klicken wir auf Berechnung und der Rechner zeigt uns dann, wie viele Schnitte wir machen müssen und wo die ganzen Markierungen hingesetzt werden sollen. Das ist jetzt hier links der Nullpunkt. Ab dann sind es 16, 32, 48 und es geht dann so weit bis 128. Das wäre unser letzter Schnitt. Und 141, also von 0 bis 141, das wäre die Breite bzw. die Länge des Brettes. Das ist das, was ihr an Mindestlänge haben müsst, damit ihr überhaupt so eine Biegung, Verformung überhaupt umsetzen könnt. Ihr könnt natürlich euren Nullpunkt x-beliebig auf das Brett übertragen und von dort aus dann eure Schnitte machen. Wenn wir das haben, kehren wir zurück in die Werkstatt und schauen uns das mal in der Praxis an. Nehmen wir uns mal unseren Anschlagwinkel, machen wir unseren Nullpunkt hier hin. Ist jetzt überhaupt nicht wichtig für euch. Ihr könnt natürlich auch von der Kante anfangen. Je nachdem, wo diese Schnitte entstehen sollen, müsst ihr halt eben gucken, wo ihr am besten anfängt. Jetzt nehme ich mir mal gerade ein Lineal und fange an, von der Kante aus meine Schnitte bzw. meine Markierungen zu setzen. Den ersten Schnitt laut Rechner sollen wir bei 16 machen, also 16 mm, 32, 48, 64, 64. Das sind jetzt unsere Schnitte. Und dann noch eine Markierung bei 141, das wäre die äußere Kante. Da werden wir natürlich keinen Schnitt hin machen. Das bedeutet, der Bereich wird jetzt zum Formen benötigt. Ich werde aber jetzt die Markierungen einmal auf die äußere Kante nochmal übertragen. So kann ich das nämlich besser am Sägeblatt ansetzen. Da werde ich jetzt mit dem Sägeblatt mal rangehen und gucken, wie viel Material wir oben übrig haben, wie hoch wir das Sägeblatt hochfahren dürfen. Wobei ich sagen muss, man muss natürlich auch ein bisschen Material übrig lassen für die Nachbearbeitung. Wenn man jetzt diesen Bogen nachher abschleifen will, dann sollte man etwas Fleisch übrig haben. Ich bleibe bei 1,5, knapp 2 mm. Lieber erstmal weniger absägen, als nachher zu viel. Das ist jetzt das Stück, was wir als erstes vorhin gemacht haben.
wo ich gesagt habe, dass ich, glaube ich, nicht tief genug reingesägt habe. Weil ich unzufrieden war, habe ich jetzt ein weiteres Stück genommen. Eigentlich dasselbe, nur dickeres Material und habe aber etwas tiefer reingesägt, so dass ich oben weniger Material übrig habe. Das sind dann tatsächlich 1 mm. Genau, das sind 1 mm. Das waren 2 mm. So. Weil wenn wir nachher das Ganze umklappen, dann können wir das nämlich direkt festziehen. Handschuhe nicht vergessen, sonst bereut ihr das. Und PU-Leim. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Beim PU-Leim würde ich etwas schneller arbeiten, weil der nämlich sehr schnell anfängt abzubinden und aufzuschäumen. Schaut euch mal diese Sauerei an. Müssen wir dazu machen? Mist! Wie kann sowas passieren? Ich lasse das jetzt mal, weil zu viel rumfummeln will ich jetzt nicht. So. Dann nehmen wir unser Klebeband. Das lasse ich jetzt erstmal. Ja, ihr seht jetzt schon, was da passiert. Das schäumt auf. Die Lücken füllen sich damit. Aber ob das optisch nachher schön wird, das werden wir gleich sehen. Das erste Stück kann schon mal trocknen. Währenddessen machen wir das Ganze einmal mit Hartholz. In dem Fall Eiche. Beim ersten Schnitt schon mal kontrollieren, ob sich das bewegen lässt. Ist wirklich sehr, sehr dünn, aber flexibel. So soll es sein. Also mit dem Ergebnis hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also wir haben wirklich sehr, sehr dünnes Material an der Kante, an der oberen Kante übrig gelassen. Und deswegen lässt sich das Ganze jetzt natürlich super schön formen. Und schaut her, auch hier von außen sehr gut geworden. Die Schnitte gleichmäßig. Ich bin wirklich beeindruckt, wie super das funktioniert hat. Was wir sonst immer vermeiden wollen würden, Schleifstaub in der Werkstatt, das werden wir jetzt mit Absicht erstmal erzeugen. Ich denke mal, dass das ausreichen wird. Dann nehme ich mir mal hier so einen Abschnitt und werde dann hier Leim und etwas Schleifstaub beimischen. Wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr aus demselben Material, was ihr verarbeitet, aus einem Reststück euer Schleifstaub erzeugen und das dann mit dem Leim vermischen. Mal was ganz anderes. Wir füllen schon mal etwas Leim hinein. Dann haben wir schon mal etwas, womit das Holz sich an einigen Stellen verbinden kann. Und unseren Kit werden wir dann nehmen, um die großen Lücken zu schließen. Leim hat ja natürlich eine längere Abbindedauer. Deswegen ist es auch etwas einfacher, es zu verarbeiten.
Jetzt müssen wir aber gucken. Wir wollen ja unsere 90 Grad einhalten. Das sind jetzt keine 90 Grad. Nicht ganz. Das sieht schon mal gut aus. Das Überschüssige kann man abwischen, weil das, wenn es nachher hart wird, dann wird uns das die Arbeit ein bisschen schwerer machen. Jetzt gehen wir hin und füllen da jetzt noch ein bisschen Leim hinein. Machen wir das mit dem alten Stechbeitel, kratzen wir das mal hier runter. Ja, ich lasse das noch mal ein bisschen härter werden. Dann können wir beide nachher aufmachen. So, das sind unsere zwei Stücke. Hier haben wir Holzleim verwendet mit Schleifstaub. Und hier haben wir PU-Leim genommen. Wobei ich jetzt sagen muss, so schlecht sieht das gar nicht aus. Es ist auch vor allem stabil. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, das hat so eine Schaumstruktur, weil das ja eben aufschäumt. Dagegen ist natürlich hier dieser Leim, der füllt ja komplett die Fuge aus. Das sieht jetzt natürlich noch nicht so schön aus, weil ich noch nicht drüber geschliffen habe, aber das werden wir dann später machen, wenn es trocken ist. So, hier auf der äußeren Schicht, da würde ich lieber mit der Hand schleifen, denn da wir jetzt wirklich eine sehr, sehr dünne Schicht haben, das ist ja quasi wie ein Furnier, so dünn wie ein Furnier, wenn wir da jetzt mit der Maschine drüber gehen, dann haben wir vielleicht nicht die Kontrolle und schleifen dann zu viel ab und dann war es das. Also dann ist die ganze Arbeit umsonst. Wir werden jetzt mal etwas Wachs auftragen und gucken, wie das Ergebnis aussieht. Kommen wir zum Ergebnis. Das Ergebnis sieht jetzt nicht erfreulich aus. Was genau meine ich damit? Ihr seht ja hier, die Fugen sind jetzt gefüllt mit Leim, sind auch trocken. Allerdings habe ich beim Schleifen wohl etwas Dreck mit reingeschliffen in den Leim. Da hatte ich nämlich ein Papier, Schleifpapier, der war wahrscheinlich verschmutzt, was ich am Anfang nicht erkennen konnte. Hier an den Rändern, in dem Bereich sehen wir noch Schleifstaub und Leimgemisch.
Das ist etwas heller geblieben. Deshalb sehen diese Fugen natürlich nicht schön aus. Was mir aber gefällt, ist, dass der Bogen gleichmäßig ist. Und wir haben hier an der Kante keine Knicke drin, was auffällt. Auch hier der Rand ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Von innen, auch wenn man jetzt aus der Nähe betrachtet, diese Schnitte sieht, allein schon durch die Maserung erkennt man das, finde ich, dass die gut abgeschlossen sind und man da jetzt keine großen Lücken erkennt. Ich habe jetzt natürlich da noch ein bisschen Leimreste gehabt, wohl habe da jetzt nicht richtig drüber geschliffen, aber das ist ja auch wirklich nur, um euch zu zeigen, wie das funktioniert oder ob das funktioniert. Trotz der Kälte hier in der Werkstatt hat es unglaublich viel Spaß gemacht, diese Arbeit zu machen. Falls es auch euch gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, eure Tipps, eure Kritik oder vielleicht habt ihr ja sogar diese Technik schon mal in euren Projekten umgesetzt oder eingesetzt. Könnt ihr mir mal eure Erfahrungen dazu schreiben. Für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, abonniert den Kanal, falls ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt. Apropos weitere Videos, hier sind noch zwei weitere Videos von mir für euch. Ja, zur Überbrückung bis zum nächsten Video. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.